Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euer Shishami. Heute ein neues Review von mir. Und zwar geht's heute um den Chaos. Chaos Baby Lou. So, Chaos wird in Deutschland hergestellt. Von der Chaos Lounge. 200 Gramm kosten 14,90 €. Die Verpackung hat sich geändert. Früher waren es nur so Zippern drin. Und waren nur 150 Gramm. Und haben ein bisschen mehr gekostet. Jetzt sind es 200 Gramm und der Preis ist runtergegangen, 14,90 €. Erstmal top. So, kommen wir mal zu Schnitt und Feuchtigkeit. So, Schnitt ist grob, feucht, zu feucht, sehr feucht. Also, das könnten die Jungs ein bisschen verbessern, ein bisschen Feuchtigkeit vielleicht wegnehmen und ein bisschen mehr Tabak reintun. So, wie feucht er ist, sieht man hier schon. Ich glaube, jetzt seit 15 Minuten und beim Molassenfänger ist richtig zugesifft. Wenn wir schon beim Molassenfänger sind, kommen wir gleich zum Setup. Raum natürlich mit meiner Skynet Edelstahlpfeife, mit meinem Devil Smoke Molassenfänger, Genie Kohle Teller, KS Apo mit KS Apo Steinkopf mit dem Amy Aufsatz und drei Black Kokos Diamond Kohlen. So, wenn wir schon die Dose aufhaben, kommen wir gleich zum Geruch. Baby Lou, was sein so, sagt er nichts. Auf der Packung ist nichts zu sehen, außer diesen ekligen Bildern. Hier zum Beispiel das. Rauchen bedroht ihre Potenz. So. Oder mindert eure Feuchtigkeit. Fruchtbarkeit. Mindert eure Feuchtigkeit. Naja. Kommen wir zum Geruch. So viel Feuchtigkeit reicht, glaube ich. So. Drin sein soll, so ist Kirsche und Beeren. Kirsche mit Beeren. Also riechen tue ich hier nur eine Kirsche. Das ist eine Kirsche. Und zwar, ihr kennt ja diese Lollis von früher. Die habe ich immer früher beim Arzt bekommen. Und zwar, die haben so einen grünen Stiel. Und oben ist so ein roter kleiner Punkt. Also Kirschlollis. Genauso riecht er auch. Wie er im Geschmack ist, kommen wir jetzt dazu. Aber bevor wir zum Geschmack kommen, kommen wir erstmal zum Rauchtest. Rauchen tut das Ganze sehr gut und ist dichter, weißer Rauch und schwerer Rauch. Also. Langsam aber sicher gehen Ringe auch klar. So geschmacklich. Beim Einzelnen habe ich eine Süße auf der Zungenspitze. Und beim Ausatmen kommt so eine die Kirschnote kommt raus und noch etwas im Abgang. Also schwingt einfach mit. Ist undefinierbar, leider, aber auch geil. Also leider geil. Weil es rundet den Tabak noch ab. Also der schmeckt einfach nur süß nach Kirsche. Und das, was nur mitschwingt, ist sehr geil. Also das rundet, wie gesagt, den Tabak ab und soll ja sein Bärenmix, aber von der Beere schmecke ich da nichts. Also, ja, Geschmack ist vollmundig da, ist auch intensiv. Geraucht, das ist jetzt mein zweiter Kopf, den ich rauche. Man kann den Tabak lange rauchen, bleibt lange intensiv, also fast bis zum Ende. Man könnte sogar meinen, dass man nochmal Kohlen auflegen kann, aber. Wenn man mit dem Black Kokos Diamond Kohlen raucht, reicht es völlig auf jeden Fall. So, wie gesagt, das Einzige, was mir an dem Tabak stört, ist die Feuchtigkeit, weil es zu feucht ist einfach. Also das ist sehr, sehr feucht. Und ja, dann so viel von mir, vom Shishamü. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren. Und ja, dann macht euch eine Pfeife an, genießt den Tag und haut rein.